Versuch gerade mal einfach die Wachposten da mal rauszunehmen. Was anderes kann ich mir gerade eh nicht leisten. Okay, da habe ich wieder einen rausgenommen. Euer Begleiter ist verwundet. Okay, wieder einer raus. Spawnt der die? Ich bin verwundet. Ich ja, ist mir bewusst. 5. Vor allen gerade eben. Ja, wir werden locker durchrushen. Wir haben so viele Level, die können uns hier nichts. Alter, wer haut denn hier so einen Scheiß rein? What the fuck? Nein, ich reg mich nicht auf über das Spiel. Das Spiel ist geil. Ich werde mich nicht aufregen über das Spiel, weil ich gerade nicht klarkomme. Nein. Es liegt nur an mir. Ich bin nur ein schlechter Spieler. Ich hab gerade geheilt. Ihr seid hinüber. Ich hab gerade geheilt. Was ein Arsch. Okay, meine Katze braucht unbedingt meine neue Form wieder. Was ist das? Ich glaube, sie war nicht lange genug dran. Ach so. Die verwandelt sie gar nicht. Okay, dann. Spinne! Juhu! Toll, wütige Spinne. Da, 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 da. Ich glaube, ich bin. La, 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 la. Hilfe! Ja, nimm ruhig. Nimm ruhig. Gönn dir. Ich raff's nicht. Also ganz ehrlich, ich habe gerade einen Heiltrank geschluckt, plus ich habe die 3 gedrückt und trotzdem habe ich das nicht überlebt. Ich weiß, es ist nur prozentual, aber ich hätte noch niemals so viel Schaden auf... Alter. Es tut mir leid. Ich sterbe gerade zu oft. Ich weiß es selber. Aber wer baut solche Stellen ein, wo 5 Trilliarden Viecher einfach nur auf einmal sind? Jetzt stirb endlich. Weil diese komischen kleinen Dinger hier, die spawnen noch... Ach, das macht diese Roboter... Alter, das kann jetzt nicht sein. Ihr seid tot. Jetzt wird es langsam lächerlich. Das ist dieser hässliche Roboter da hinten, der die spawnt. Deswegen hören die kleinen Drecksdinger nicht auf. Und Fledermäuse bekommen wir ja auch kaum welche. Und hier muss der Roboter jetzt ausschalten. Ja, witzig, ey, echt. Alter, diese Viecher, ne? Ja, natürlich bist du verwundet. Das ist ja auch gerade. Ich komme auch nicht an das Vierer, wo ist das? Hallo, lauf doch. Boah, ich krasch dir vollkommen aus. Na also, ey. Das kann er nicht. Da, ja klar, da ist noch einer. Natürlich, da ist noch einer. Stirb. Was? Auch nicht dein Ernst, oder? Da kommen jetzt noch 2. Na klar, warum nicht? Bin verwundet. Was war? Wieso?
Also es tut mir ja wirklich leid. Aber das da ist definitiv keine ausgeglichene Stelle. Ich habe immer noch Spaß am Spiel, so ist es nicht. Ich möchte jetzt ja auch nicht rumheulen. Aber ganz ehrlich, so viele Scheißgegner auf einer Ort. Dann diese Minendinger, an die du nicht rankommst. Ich, klar, ich könnte mich jetzt hier herstellen und sicher spielen, aber wie lange soll ich denn an dieser Stelle sitzen? Ich sterbe jetzt auch gerade, weil ich mich so mega aufrege und dadurch aber nicht... Wie lange soll man denn an dieser Stelle sitzen? Vor allen Dingen, du kriegst dann nach mühevoller Kleinarbeit diesen hässlichen Patzken da tot und dann spawnen da zwei neue aus dem? Was soll der Mist? Also es tut mir leid, ich habe mich im ganzen Spiel noch nicht einmal über das Spiel aufgeregt, aber das ist zu viel. Also ganz ehrlich, das hat nichts mehr mit irgendeinem ausgeglichenen Spiel zu tun. Das ist einfach nur, ich spawn hier 5 Trilliarden Gegner rein und guck mal, ob der Typ das überlebt. Jetzt hier dieses Fima-Blatt mal, den mobilen Spawner da. Endlich, what the f... Stirb doch bitte einfach. Boah. Selten so eine sinnlose Stelle erlebt. Hier sowas ist vollkommen okay. Einfach überall mal ein, zwei Gegner. Aber noch nicht 500 auf einen Haufen. Was ist denn da? Raff ich nicht. Nicht schon wieder so ein Ding. Aber hier kann uns sonst nicht Schaden zufügen. Verwundet. Gut, okay, ein bisschen was vielleicht. Was ist das? Okay. Ich glaube, viel Geld habe ich nicht mehr. Boah, krass. Ja, da war mir das auch gerade echt scheißig. Also, super sorry, dass ich gerade so oft gestorben bin. Das tut mir ja leid. Ich weiß, das sah jetzt nicht schön aus, aber da war es mir auch echt scheißegal. Ich wollte dieses Ding einfach nur blatt machen, ohne dafür sinnlos Heiltränke rausprobieren zu müssen. Das war dumm. Das gebe ich zu. Ich hätte aber schlauer lösen können. Das ist wieder so ein scheiß Bogenschieß-Ding. What the fuck? Interessant. Was bist du denn? Schockturm. Der zerschmetterte, riesige Heilung. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Gesundheit. Ja, genau so sehe ich das auch. Das tut wirklich weh. Das sah auch so aus, als wenn es weh tun würde. Das verstehe ich, das sah aus, als wenn es weh würde. Schon tot? Na gut. Noch 4 Heiltränke. Hier waren wir auch schon. Boah, was ist... Was ist denn das? Ihr seid hinüber. Wer gestaltet denn so einen Scheiß? Ah,
Figaro, 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 Figaro. Ich will jetzt die Aufnahme. Ich bin gerade auch. Meistens tue ich an solchen Stellen dann einfach die Aufnahme beenden, um mich dann abzureagieren und beim nächsten Mal wieder mit frischem Mut weiterzuspielen. Aber ich möchte doch gerade die Aufnahme nicht beenden, weil ich eigentlich Bock auf das Spiel habe. Aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen in dem Spiel. Aber dieses vollkommen. Ja, in dem Spiel werden öfters mal viele Truppen gesetzt, aber das sind dazu Käfer oder so. Sowas, was in Masse Sinn ergibt, weil sie halt nicht besonders stark sind. Aber die Viecher hier sind stark. Interessant. Riesiger Verjüngungstrank. Es wird auf jeden Fall richtig krass gleich abgehen, hier habe ich das Gefühl. Ich werde so zugeschmissen mit sinnlosem Zeug. Wir werden hier gerade einfach so zugeschmissen. Das ist schon hart. Alter, dieses, seht ihr das? Du kommst hier rein und kriegst einfach 5 Trilliarden Kugeln ins Gesicht oder so. Einfach voll übertrieben. Das ist schon wieder so eine Riesenhorde, ich glaub's nicht. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Wenn einer von denen jetzt ein Boss ist, dann dreh ich durch. Es braucht keinen Boss, okay. Die verlassenen Gewölbe in der Knochenwüste finden, die Kräfte bezwingen, welche die Wächter des Manas gefangen halten. Mann, keine. Was ist das hier eigentlich? Okay. Keine Lust mehr auf dieses Gegnerpensum. Kann das jetzt nicht schaffen. Okay, danke, danke. Ja, ja. Oh, fuck. Kann die Katze mal, oder was auch immer da noch lebt. Genau den da. Witz? Ach, natürlich. Ihr seid hinüber. Kann es sein, dass wenn ich den angreife, wenn er den blauen Schilder, dass die Kugeln zu mir zurückfliegen? Ich habe mich gewundert, wie der mich so schnell kriegt immer jedes Mal, obwohl der noch ewig weg ist. Ich glaube, wenn der blaue Schild an ist, darf ich nicht schießen. Was ziemlich assi wäre, weil dann würde ich ewig an dem Vieh hängen. Es ist eine Qual. Eine Tortur. Probieren wir es mal aus. Mhm, okay. Ja, schön. Ah, verstehe. Gut, okay, da haben wir das rausge... Oh, nicht schon wieder. Und auch noch Boss wieder. Ich glaub's nicht. Warum denn schon wieder ein Boss? Weg. Ja, interessiert mich echt überhaupt nicht.
Oh, diesmal hat er keinen anderen Boss. Ja, der ist jetzt okay. Jetzt, wo ich weiß, ist der easy. Okay, dann mach ich das mit den anderen weg hier. Und drauf. Euer Begleiter ist verwundet. Natürlich. Schon wieder so ein Haufen Leute. Euer Begleiter ist verwundet. Ich habe wenig Mana. Okay, super. Jetzt habe ich die Brauen nicht mehr drauf achten, wo ich drauf schieße. Euer Begleiter flieht. Ja, es ist verständlich, dass der Begleiter fliegt. Ganz ehrlich, es ist einfach verständlich. Ich habe nicht genug Mana. Ich hole dich mit dieser gleich. So, wo ist das hier? Da hinten, da, das ist da. Wo ist er? Komm auf den Spawner, auf den Spawner. Na, also. So, drauf. Wie sinnlos übertrieben, es tut mir echt leid, aber wie sinnlos übertrieben einfach. Man hätte das Spiel so schön zu Ende bringen können, vielleicht mit mehr Bossen, also das hätte ich verstanden. Weißt du, da mal ein Boss, hier mal ein Boss, richtig viele Bosse, dass du einfach bei jedem Boss ein bisschen hängst oder so, das hätte ich verstanden. Aber so eine Vielzahl an Viechern, aber dass du keine Ahnung hast, wo du drauf schießt, einfach nur sinnlos reinballerst, das ist übertrieben. Das haben sie schlecht geregelt, meiner Meinung nach. Kann jetzt natürlich immer anders sehen. Die einigen werden jetzt bestimmt sagen, ja, naja, der kann einfach nicht so gut. Aber egal. Ich bin verwundet. Okay. Oh. Das ist. Seid hinüber. Es ist ein Witz. Okay, liebe Freunde, ich sage mal an der Stelle jetzt einfach mal, wir beenden jetzt mal die Aufnahme. Es tut mir leid, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen besser weiter. Und dann hoffentlich kriegt man das hier durch im einen Rutsch. Und vielleicht bin ich dann noch ein bisschen klarer. Es ist gerade sehr spät. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen unklar im Kopf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sorry für das häufige Sterben in der Höhle hier. Das ist echt übertrieben gewesen jetzt. Ciao!